Hola Amigos und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, und wir reden jetzt nicht lange rum, sondern drücken auf Fortfahren. Ich hoffe, dass der Sound heute besser ist und man mich immerhin versteht. Also, naja, wir gucken mal. Also, ja, ich weiß, dass Hogwarts Warum hier Bedrohungen einbringt. Komm, ich mag nichts mehr. So, geht doch. Also, was haben wir letztes Mal gemacht? Tut mir leid, Harry. Ah ja, ich kann mich daran erinnern. Genau, wir haben gerade eben einen Kampf gemacht. Und allerdings habe ich. Ich weiß nicht mehr so ganz, wo habe ich nicht letztens dieses Teil zerschossen und da war immer noch dieser Regenbogen drum von diesen Mini-Waffen? Ja, ich glaube, das war's. Ja, aber jetzt ist es egal. Gut, aber ich weiß jetzt nicht, wohin wir müssen. Ich glaube, dass wir zum Quidditch-Feld müssen. Aber ich bin mir nicht sicher, also guck ich mal nicht. Wer weiß. Hey Nick! Ah, Harry! Viel Glück heute! Ich gehe doch stark davon aus, dass ihr die Quidditch-Meisterschaft mit einem Sieg einleiten werdet, ja? Ja. Aber ich rede zu viel. Du solltest jetzt besser zum Quidditch-Feld gehen. Ja, das will ich. Dankeschön, Nick. Ja, okay, und jetzt sprinten wir erstmal lang und sammeln noch einen Drop ein. Ja, da benutze ich es immer stehen zu bleiben. Und jetzt geht's auch schon mit dem Haus. Gut, ja, ich versuche natürlich wie immer den Weg alleine zu finden. Ich bin nicht alleine. Also, ja, da den. Ne, den Zauberspruch kenne ich nicht. Egal, lerne ich irgendwann später kennen. Aber jetzt geht's erstmal auf zum Quidditch-Feld. Dort werde ich dann schön siegen. Weil ich immer schon. Ja. Oh, wie schön. Ja, okay. Die Sachen sind nicht perfekt, aber. Wirke Wingardium Leviosa um eine Stinkbombe auf. Wingardium Leviosa. Okay. Ah, dafür ist es. Komm. Mann, das geht ja überhaupt nicht, den da oben hinzuschleudern. Ist mir jetzt auch egal. Blume! Nee, das war nicht der richtige Moment. Geht gerade weg. So. Den anlückt. Und da. Nee, war auch nicht der richtige Moment. Egal. Komm, weiter geht's. Ah, das war der richtige. Schöne Musik. Kenn ich noch gar nicht. Ich glaube, dass die Musik neu ist. Und ich weiß nicht, ob die jetzt. Sie lauschen, beobachten und schmieden Pläne. Diese Quidditch-Spiele, alle so laut und grob. Oh, tut mir leid. Ich werde meine Mannschaftsmitglieder bitten, leise zu sein, wenn sie an ihnen vorbeigehen. Du bist einer von ihnen. Und auch noch ein Kapitän. Dann kannst du ja auch meine Abkürzung benutzen. Oder? Alle Kapitäne tun das. Das Passwort lautet gekochte Käfer. Danke. Okay, gut. Gehen wir gleich. Gekochte Käfer. Gekocht, gekocht, gekocht. Ja, das würde Ihnen gefallen, nicht? Das glaube ich auch. Ich lasse mich durch, ich will zum Quidditch-Feld. Warte mal. Ja. Ich hab das paranoid, aber das kann nicht sein. Ich weiß ja schließlich, dass es sie gibt. Ja, jetzt komm. War noch Mini-Waffen. Ja, bin ich umsonst gerade die Abkürzung gelaufen? Egal. Aber irgendwann kann ich sparen. Ja, hier ist es. Okay, da vorne ist auch schon irgendwer von mir. Er sieht sogar noch aus, das Team. Komm, Harry, machen wir Slytherin platt. Was ist denn mit dem los? Er ist. Ah, wirklich
das Glück Also gut, es wird Zeit für das letzte Training vor dem Spiel. Ich habe mir ein paar Übungen ausgedacht, damit wir auf den Gegner vorbereitet sind. Schnappt euch eure Besen und los geht's. Ja, das weiß ich auch. Was der da ist. Gönnungsstab Felix Felicius, so heißt es, glaube ich. Okay, und los geht die Aufwärmung. Oh, ich hoffe, ich meinen Stock zu starten. Nein, jetzt ist es auch zu spät. Da muss ich eben raten. Okay. Hör die nicht außerhalb von Quellefeldern. Naja. Okay, Harry. Das ist ein Kinderspiel für dich. Geht einfach so schnell wie möglich durch die Tore. Ach, Tore sind das nicht, nennen sie Sterne. Ich fliege durch weiterhin durch die Sterne und nicht durch die Tore. Konzentrier dich, Harry! Schnauze! Ich möchte mich ja konzentrieren, aber wenn du irgendwie immer Lava. Ja, wie gesagt, wenn immer wer Lava, kann ich mich konzentrieren. Also. Jetzt. Slytherin macht er heute gerade. Okay, gut. Sie kommen! Wow! Was? Pass auf! Scheiße. Ich kann einfach nicht durch diese Kurve. Und jetzt wird's langsam knapp. Komm schon. So. Ja gut, ich sag jetzt mal ein bisschen weniger, damit ich das hier aufwärmen kann. Ach, scheiße. Ach, ich werde zu sehr abgelenkt an diesen Einheit. Jetzt bin ich wieder weiterhin. War schon mal wieder drauf, glaube ich. So, und... Ja, geschafft. Hast du in letzter Zeit schon deine Trillenjäger geputzt? Wow, das war knapp. Ja, ich habe in letzter Zeit meine Trillenjäger geputzt, nur so. So, und jetzt sind wir schon nah dran. Ich kann das schon sehen. Man kann die Funken sehen. Das ist schon einmal sehr schön. Man hat es beinahe geschafft. Sehr gut. Du bist gut. Man wollte er nicht durchfliegen. Ja, geschafft. Yay. Okay. Scheiße. Jetzt kommt das richtige Spiel erst. Okay, da muss ich versuchen, gut zu sein. Naja, das schaffe ich schon. So. Ja, komm, komm, jetzt. Und los geht's. Einfach jetzt wird erst richtig viel gelabert. Weil der ja immer wieder labert. Vollkommen schwach. Wow, das ist schlecht. Da habe ich zu stark reagiert. Nein, das stimmt nicht. Okay, da kommt einfach rein durch Zufall irgendwas, was der sagt halt. Ja, und irgendwie macht das alles nicht mehr so. So, mich jetzt mal passen, geh weg da. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Ja, mach das. Ich spür's schon. Tor! Yay! Ich bin übrigens der Captain Genie, nur so ein kurz weiß, ne? Ja, da rein. Lass mich was anderes vor.
denke ich. Ich glaube nicht, dass sie das getan haben. Tor! Da hatte der Hüter eine richtige Chance. Tja. Wir werden Zeugen einer wilden Rauferei. Gryffindor spielt heute mit Star-Besetzung. Tja. Oh, wir kommen näher ran, wir kommen näher ran. Gryffindor in Führung! Ja! Wow! Den Stern hat man gar nicht. Ja, den erst recht nicht. Ah, ey, die sieht man überhaupt nicht. Gegen den Himmel ist ja irre viel. Die Gryffindors müssen sich konzentrieren, wenn sie gewinnen wollen. Ach, solange ich den Schnaps fange. Ja, das stimmt. Ja, yo! Das ist mal richtig schön. Ja, und damit haben wir das Quidditch. Das hättest du nicht tun dürfen, Harry. Felix Felicis ist eine verbotene Substanz bei Wettbewerbsveranstaltungen. Felicius. Ach, und du hast McLaggen nicht rein zufällig bei den Testspielen mit dem Verwirrungszauber verhext, was? Keine Sorge, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Oh, und Ron hat nur gedacht, ich hätte ihm den Trank gegeben. Genau. Sieht so aus, als wäre er seines eigenen Glückes Schmied. Oh. Tja, dann braucht er mich wohl nicht mehr, um ihn mit zu Slughorns Weihnachtsparty zu nehmen. Und du solltest dich besser auch mal entscheiden. Wie fühlt es sich an, wenn du Ginny zusammen mit Dean siehst? Guck nicht so. Ich weiß längst Bescheid, was du für sie empfindest. Hermine, ich bin mir sicher, dass Ron absolut, ich meine vollkommen, verstehen wird. Oh, mach dir um Ron keine Sorgen. Er ist seines Glückes eigener Schmied. Schlecht, echt schlecht. Ich kann nichts dafür, wenn Hermine was in den falschen Hals bekommen hat. Tja. Was ich und Lavender haben, naja, das ist einfach Chemie. Wir können es nicht aufhalten. Ich nehme an, du gehst auch auf Slughorns Party? Ja, und ich muss auch los. Luna wartet unten beim Bootshaus. Luna? Du hättest jedes Mädchen der Schule haben können und nimmst Luna Lovegood? Ja? One-One! Huhu! Viel Spaß. Ja, das werde ich haben. Okay. Im Ersten, ich habe keine Ahnung. Wo dieses Bootshaus ist, aber ich weiß. Oh yeah, ein Wappen. Okay, nee, ich brauch dann nicht. Haben Sie Luna Lovegood irgendwo gesehen? Gesehen nicht, aber gehört. Ich glaube, sie versuchte gerade die Wassermenschen zu überzeugen, nach Schlummringen, Sabberlingen oder sowas Ausschau zu halten. Ach, okay. Naja, jedenfalls ist sie unten. Ah ja, hier geht es zum Bootshaus und wie kommen wir dran? Genau, so geht das. Achso, das weiß ich nicht. Ah, das sind. Ja, ich sag noch nicht, was es ist. Werdet ihr noch gleich sehen, was es ist. Okay, und Mini-Wappen können auch mal sein. Und Bootshaus. Bootshaus. Ja. Das Bootshaus, da wird sicher nicht Boot. Nee, ich glaube, da kommt man an, ja, müsste so sein, da kommt man an in der ersten Klasse. Wenn man hier in der ersten Klasse, in die erste Klasse kommt, dann wird man mit Booten rübergefahren, anstatt mit, so, hallo, anstatt mit, mit den Kutschen. Ich glaube, das war dort. Aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube es. Aber egal. So wichtig ist das. Oh, schön. So wichtig ist das. Hallo. Und noch eins dieser Wappen. Wo? Warte. Wo? Ja, da kommen wir hin.
Also ein Buch vielleicht irgendwo. Nachher nicht drauf. Naja, da kommt jetzt auch nicht. Naja, ich will jetzt auch nicht ewig damit umgehen, das blöde Waffen da runter und so. Ich gehe jetzt zu Luna. Ach, da oben auch. Hi Luna. Schönes Kleid. Meinst du, ich soll meine Radieschenohrringe anziehen? Nein. Ich weiß nicht, ob sie so gut zum Kleid passen. Nein, nein. Du siehst okay aus. Ich bin froh, dass du da bist. Professor Slughorn hat mich gebeten, dieses Feuerwerk anzuzünden, um seine Party anzukündigen. Aber ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Wir müssen einfach Incendio auf die Zündschnüre wirken. So, jetzt lerne ich den Zauber. So. Incendio! Ui, Feuer. Das ist schön. Lass uns die anderen anzünden. Ja, komm, wir zünden jetzt alle anderen an. Oh, schön. Hey. Mach einfach die ganze Zauber die ganze Zeit. Schade, dass ein Feuerwerk nicht für immer anhält. Ich schätze, das ist so wie mit allem, was man gern hat. Es macht Wusch und ist schön und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie die Party heute Abend. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Oh, das ist mein Gott. Hier vielleicht? Ja, also ich weiß nicht, wo die anstehen. Also ein paar weiß ich natürlich schon. Da ist das nächste, Harry. Habe ich mal Feuerwehr. Ist noch eins. Komm, zünd dir es an. Das ist ja die Beine. Schön. Yay. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tor nicht gut bin. Neues Gebiet. Und was? Schweine rein. Unheil angerichtet. Ich hab keine Diesen Ahnung, Teil des Schlosses haben die Auroren wieder geöffnet. Komm, lass uns zu Slughorns Party gehen. Okay. Also wir gehen noch zu Slughorns Party, würde ich sagen, und dann mache ich auch schon Schluss. Und das machen wir jetzt mal schnell, weil ich weiß nicht, ob ich schon wieder zum Ja, Harry, und jetzt Sprinte! Schneller! Yay. Oh, das hat ja beinahe überlebt. Aber auch mit beinahe. Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Jo. So, noch kurz die einsammeln. Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Ja, bin ich. Los, hopp. Ups. Wie bleibe ich stehen? Hallo. Boah, ey, was ist mit der Steuerung los? Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? So. Ah, ich bin vor dir. Nein, ich bin vor dir. Ich. Nein, Zaubertränke nicht. Zaubertränke nicht. So. Ey, hier war ich noch nie. Ja, logisch. Das Gebiet war gesperrt. Oh, sehr schön. Immer so schön mit deinem Mini-Waffen. Oh ja. Ja, ich weiß, da hing gerade eins, aber. Also ein ganzes Waffen. In diesem Teil des Schlosses bin ich bisher nur in meinen Träumen gewesen. Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Deshalb trage ich auch immer Schuhe im Bett. Okay. Bin jetzt überhaupt nicht seltsam. Oh, ey, wie lange hat er das gemacht? Bist du jetzt bereit zur Party zu gehen? Nein, wir sind. Ach, jetzt sind wir jetzt wieder. Ups, da unten? Oh, welcher? Wobei ich noch dran war. Ja. Ja. Alles zu mir. So, und da wäre... Harry, mein Junge, wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie, hier sind so viele Leute, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte.
Professor Slughorn, es ist niemand hier. Natürlich nicht. Und zum Glück nicht. Es bleibt noch so viel zu tun. Und genau da käme mir ein wenig Hilfe gelegen. Ich bin sicher, dass Sie und Miss... Lovegood. Den Raum in 0, nichts auf Vordermann gebracht haben. Ich wollte eigentlich einen kleinen Partypunsch für meine Gäste zubereiten, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Könnten Sie das für mich übernehmen? Ja, könnte man. Aber nicht jetzt. Insofern, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir diesen Punsch umrühren. Aber egal. Also dann, bis dann.